Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungsinsel DLC. Und ja, ich stehe hier vor den Diktamann, deswegen, weil ich alle Diktas gefunden habe. Ja, und ja, bisschen noch, wie ich in, weiß nicht, im letzten oder vorletzten Part hier so ein bisschen herumgemeckert habe, dass man nicht gucken kann, wo man alle Diktas und so gefunden hat. Hier, man kann hier einfach nachgucken, wo noch das übrig sind. Und ja, wie ihr sehen könnt, überall sind noch null übrig. Ich habe alle gefunden, alle 151 waren da, glaube ich, ne? Und ja, ich habe mir noch nicht angeguckt, was wir hier noch als Belohnung bekommen. Und ja, ich nehme an, wir kriegen Dick da als nächstes. Und ja, folgendes: die ganzen Alola Pokémon, die ich jetzt bekommen habe, ne, habe ich immer wieder resettet, bis ich irgendwie eine passende, weiß nicht, ein passendes Wesen und so bekommen habe. Und ja, das hat ein bisschen Zeitaufwand gekostet, aber und ja, deswegen will ich mir jetzt erstmal angucken, was ich bekomme, weil ich werde dann wahrscheinlich sowieso wieder das Spiel neu starten, um, ja, weiß nicht, so lange resetten, bis ich wieder ein perfektes Wesen und so alles habe. Weil ja, das Problem ist, ich kann diese Dinger nicht züchten. Ich hatte ja schon ein Mauzi auch, ne, na Alola Mauzi, und das habe ich versucht zu züchten. Und das Problem ist, dann ist das hier rausgekommen. Ich habe über einen Trick gehört, dass man einen Ewigstein geben kann, damit das Pokémon seine Dingens, seine Form behält. Also, ja, ich habe ein Ditto in Sword reingepackt, ne? Dann habe ich, ich glaube, da ist das, was ich bekommen habe, ne? Also 5, ja, das kann sein. Da ist das, was ich bekommen habe. Da habe ich ein Dingens gegeben, Ewigstein, damit die gleiche Form beibehalten wird, ne? Und ja, dann habe ich ein Ditto in die Horde reingepackt. Was rauskam, war das hier. Das Problem ist, das Wesen wird dann auch übernommen, wenn ich einen Ewigstein da reinpacke. Also habe ich mir gedacht, so, ich habe jetzt ein männliches und ein weibliches, packst du beide die da rein und ja, dann kann es ja eigentlich nur noch wieder so ein Ding rauskommen. Aber nee, falsch. Ich habe diese beiden ins Hort reingemacht. Ich habe das hier als Ei bekommen, was für mich irgendwie gar keinen Sinn macht. Aber ja, also Alola Pokémon, ich habe es auch schon gegoogelt und so, können nicht gezüchtet werden, was ein bisschen nervig ist. Das heißt, diese Pokémon, die ich jetzt hier als Geschenke bekommen habe, sind die einzigen Male, wo ich irgendwie hier diese Pokémon bekommen kann. Deswegen muss ich sicherstellen, dass die alle ein richtiges Wesen und also was haben, was ein bisschen nervig ist. Und ja, Flegmon zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier in den Hort reinpacken würde, dann würde ich ein Gala Flegmon bekommen. Und mit allen anderen Pokémon genau die gleiche Geschichte. Also ja, deswegen gucken wir uns jetzt am Anfang des Parts an, was wir als Belohnung bekommen von diesen Typen, was für Alola Pokémon wir jetzt noch bekommen. Und ja, ich werde danach wieder nicht speichern, weil ich dann wieder resetten muss, weil jetzt wieder war meine einzige Möglichkeit hier, wahrscheinlich dieses Pokémon zu bekommen. Und ja, deswegen machen wir jetzt hier schnell aus dem Weg. Ich werde danach auch einen Schnitt machen und euch sagen, wie es weitergeht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir als Belohnung bekommen, welche ich für das erste sowieso nicht behalten werde. So, boom. Ah, damit werden wir bei mindestens 100 Dick. Damit an wollen Zeit für eine Belohnung. Hier mit diesem Pokémon möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Dieses Pokémon habe ich auch in Alola getroffen, so wie mein Dick da. Flaumiau. Ist er nicht der Starter? Oh, cool. Was? Im Starter von links. Oh, das ist aber cool. Das ist aber der dritte Feuerstarter, den ich jetzt schon hab. Bedroher, was? Ist eine versteckte Fähigkeit? Das ist aber geil. Okay. Ich habe jetzt drei Feuerstarter. Mein Hoplo, mein Glumanda und jetzt hier noch. Das sind ein bisschen zu viele. Ich hätte lieber den Dings genommen, den, mein Gott, die Eule, meine Güte. Und ja, okay, also ja, die meisten Alola Pokémon, die ich gerade bekommen habe, hatten auch versteckte Fähigkeiten. Also das ist auch mal krass. Ich habe jetzt mal einen Starter mit einer versteckten Fähigkeit bekommen und Bedroher ist nicht schlecht. Also ja, aber Kühlen ist kacke, deswegen muss ich sowieso resetten. Und ja, so, lass mich raten.
Er hat jetzt gesagt, bei 151 kriegst du die nächste Belohnung. Lass mich raten, ich gehe jetzt in Alola Dicta. Ne, das wäre jetzt voll enttäuschend. Jetzt gar nicht, wie ich dir danken soll. Endlich sind alle meine kleinen Freunde zurück. Dicta Dick. Ich schätze, das sollte sowas heißen wie: Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du uns alle heil nach Hause gebracht hast. Da da da. Jetzt aber mal langsam. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass du dich am liebsten anschließen würdest. Da. Wirklich? Irgendwie finde ich das schon schade. Aber wenn du dich so entschieden hast, reisende Dicker soll man bekanntlich nicht aufhalten. Mich gut um meinen kleinen Freund, hörst du? Dicker hat sich da angeschlossen. Boom. Ich jetzt überhaupt einen Pokédex-Eintrag für Dings bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich hatte schon per Wundertausch mal irgendwann bekommen. Weil das ist natürlich das perfekte Wesen und also was, ne? Aber ja. Da ich jetzt wegen dem Ding neu starten muss, geht das nicht. Flamiau. Kann man nicht irgendwie die Nummer von denen sehen? Das dürfte vielleicht einfacher machen. Man kann ich die Pokédex Nummer irgendwo sehen? Ich meine, das war doch mal der Fall irgendwann. Okay, dann haben wir noch einen Feuerstarter. Ich frage mich, ob man das manipulieren kann. Keine Ahnung. So. Und wie gesagt, ich mache jetzt gleich einen Schnitt. Ich will Pokédex-Eintrag auf Screen suchen. Weil langsam wird es ein bisschen knapp hier zu finden, wo einige Pokémon sind. Deswegen, ja, schneide ich euch dann immer wieder rein, wenn ich irgendwie was Neues finde. Ich muss wahrscheinlich hier in diese Gräser reingehen, bis sie anfangen zu wackeln. Ja, diese Ausrufezeichen. Da sind ja normalerweise auch seltene Pokémon drin. Und ich muss wahrscheinlich anfangen, Pokémon so zu suchen. Also wenn ich dann jetzt hier mal was finde, dann sage ich euch Bescheid. Mach mal so ein Pseudo-Fangpart, ne? Weil sonst würde das jetzt hier nichts nützen. Ich habe jetzt die ganzen Diktas gesucht, ich habe noch kein neues Pokémon gefunden. Also ja, müssen wir halt so machen. Also ich sehe euch, wenn ich was Neues finde. Bis gleich. So, Flamiau entwickelt sich. Sag mal ja. Ja, nur nach einem Kampf direkt. Ich glaube, der EP-Pin bringt es ja auf jeden Fall. Mizunda. Es gibt gar keinen Pokédex-Eintrag. Okay. Okay, so viel dazu. Ja, dann war's das. Bis gleich. So, die nächste Entwicklung haben wir zwar schon gesehen, Dictry, aber die strahlenden Haare, die muss ich aufnehmen. Oh, wunderschön. Dein Dictar hat sich in Dictry mit wunderschönen Haaren entwickelt. Und da war's. Okay. Und da tut sich die Katze ganz entwickeln. Wunderbärchen. Immer noch kein Pokédex-Eintrag. Was soll's? Und hier haben wir den schlechtesten Kämpfer in Smash. Ultimate jedenfalls. Fuego. Ja, meinetwegen. Dark Laria. Lariator. Ich glaube, so eine komische Animation, wo er sich einfach nur so dreht, ne? Sieht voll komisch aus. Okay. Da bist du, du Stück. So. Altera. Boah, das war schwer zu finden, ne? Weiß ich nicht. Ich habe hier eins gesehen und irgendwie, weiß ich nicht. Ist er weggelaufen, da musste ich erstmal zweite. Ja, durch Nebel. Egal. Aber er fällt Bälle. Er ist jetzt aufgetaucht, dann ist er abgehauen. Und ja, bis ich das dann wieder gefunden habe, das hat ein bisschen gedauert. Ja, ich kann jetzt nichts anderes einsetzen, weil ich einmal Dollar will eingesetzt, ne? Also kann ich nur Bällchen werfen. Also es kommt, bleibt drin. Oh. Okay, weiter hast du Weichei, Heilopfer, Zuflucht. Ich muss gucken, ob du Risikotackle hast oder nicht. Oder auch nicht. Ich habe dich einfach so gefangen. So. Ausgezeichnet. Oh ja, das hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Okay, boom. Das Pokémon mit dem meisten KP. Stößt halt herauf, geschwächte Pokémon, teilt sein Ei mit ihnen und pflegt sie wieder gesund. Cool. Ja, neues Pokémon. Weitermachen.
So, mein Pokédex sagt mir, hier ist ein Shinox. Und guck mal da, da ist ein Shinox. Das schnappen wir uns. Boom. So, das ist mein zweiter Versuch schon gegen das Viech, weil das Ding kann Stromstoß. Und ja, ich habe es geplättet beim letzten Mal. Das ist jetzt der zweite Versuch sozusagen, das Ding zu fangen. Diesmal greife ich jetzt halt nicht an. Ich werfe einfach Bälle. So. Blip. Jetzt vielleicht ein, zweimal Stromstoß ein oder so. Ja, super. Damit ich dich auch vernünftig fangen kann. Dann kann ich dich auch direkt entwickeln. Das wäre auch sehr schön. Dann habe ich schon wieder neue Pokémon. Na? Oh. Selbst Stromstoß ein und hau dich mal ein bisschen, damit du geschwächt bist. Los, komm. Blip. 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 Sehr gut. Ausgezeichnet. So. Oh, Jäger ist fast davor, Level 100 zu erreichen. So, durch Muskelkontraktion erzeugt Strom. Heftiges Zittern ist bei Shinox ein Anzeichen dafür, dass sehr viel Elektrizität generiert. Cool. Fantastisch. Und du sagst mir noch, ich soll Yorklap fangen. Das kann ich auch noch machen gleich. Aber erstmal entwickeln wir wieder ein paar Pokémon. Und zwar mit unseren Drogen. Ich meine, unseren Bonbons. Ja. Und die da? Nee. Mal noch Überreste, die schmecken doch nicht. So. Na komm. Ich gehe. Manchmal würde ich mir schon wünschen, ich könnte irgendwie ein paar Items hier einlagern. So. Ich weiß nicht, ob du für zweite ein Dings brauchst, ein Stein oder auch nochmal Level muss, aber ich meine einen Stein. Ich gebe dir gleich nochmal ein Level ab. So, Shinox entwickelt sich. Zu Luxio. So, verbindet es sein Schweif mit dem eines Artgenossen, absorbiert es einen Teil von dessen Elektrizität und teilt stärkere Stromschläge aus. Muss ich nicht sagen. So, entwickelst du dich per Level oder per Stein? Oh. Nein, durch Level. Okay, cool. Spare ich mir einen Stein, von denen ich bin mir sicher, ich habe von jedem Entwicklungsstein mindestens 20. Na, mindestens 10. Und Luxtra. Boom. Jedes Pokémon verfügt über einen Röntgenblick. So kann es ihm nur Beute aufspüren, selbst wenn sich diese hinter dicken Wänden verstecken. Krass. So, dann haben wir noch hier unser Sandan. Können wir... Oh, du hast sogar nur ein... Oh, du hast schon ein paar Erfahrungspunkte. Ja. Gut. Kriegen wir Sandama. Delete. Alles klärchen. Rip. Je trockener das Gebiet ist, in dem Sandama lebt, desto härter und glatter fühlen sich die Stacheln auf seinem Rücken an. So. Dann noch du, Ganoviel. Das ist auch. Nein. Natürlich nicht. Du entwickelst dich aber per Level, das weiß ich. Aber noch mal zwei Entwicklungen, das heißt, wir haben jetzt 2, 4, 5 Entwicklungen jetzt noch bekommen, ne? Oder 6 Pokémon mit dem Shinox gerade. Hier 5, ja, 6 Pokémon. Okay, Mann. Da es dank seines besonderen Augen selbst im Dunkeln gut sieht, kann es auch nachts auf die Jagd gehen, ohne sich zu verirren. Okay. So, komm. Jawohl. Und nochmal entwickeln direkt. Oh, ich habe mich gerade in diese Form entwickelt. Ja. Ich habe mich gerade erst daran gewöhnt. Nein, weiterentwickeln. Zu Buff Alligator. Navigator.
Es wird auch Tyrann der Wüste bezeichnet. Mit seinem mächtigen Kiefer durchbeißt er selbst dicke Eisenplatten mit Leichtigkeit. Aber wie wär's mal ein Kampf mit Wüstengeist, meine liebe Eldra. So, haben wir wieder ein paar neue Pokémon. Ich werde meine Ausschau nach diesen Yorklef mal halten und dann sehe ich euch, wenn ich es gefunden habe, ne? Bis gleich. Na, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da in dem Gras ist ein Yorklef drin, ne? Da kommt man jetzt direkt hier hin, oder? Ne. Ich muss sagen, die rennen die ganze Zeit auf mich los, ne? Mal, wenn ich die zu mir rufen kann, nicht. So, das kann ich natürlich wieder nicht angreifen, weil ich weiß, du hast Bodycheck, vor allem auf Level 60. Das gibt es doch einfach nicht. Gigastoß. Mach mal halblang. Au. Okay. So, dann darf ich dich jetzt bitte paralysieren. Okay. Ich würde dich gern schon fangen, ne? Wenn du nichts dagegen hast. So. Pokéball. Flieg, flieg. Au. No. No, nee, ne? Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Oh, sehr gut. Wilde Pokémon mit Brüller oder Wirbelwind oder so. Das gibt's jetzt nicht. Ja, jetzt geht ja schon sein. Dann bist du schon mal ganz sicher hier eine Runde schon mal am Aussetzen. Wer ist da drin? Oh, ehrlich. Der hatte jetzt Brüller, der hatte Gigastoß. Jetzt habe ich noch keinen Bodycheck gesehen. Vielleicht kann ich dich ja schwächen, wenn ich gegen dich verliere. Das gibt es jetzt einfach nicht. Jetzt einmal gegen dich verliere und dann noch mal gegen dich kämpfe. Da kann ich ja Trugschlag einsetzen. So, so mal super Wurf. Komm. Danke. Mir hat, wie ich das hier jetzt voll und nicht schwer gemacht. Ich dachte, die Dinger sind zutraulich. Level 100, Jäger. Sind sie das Essen? Nein, wir sind die Jäger. Es ist zwar tapfer, aber auch vorsichtig. Mit dem weichen Fell, das sein Gesicht bedeckt, nimmt Yorklef Informationen über seine Umgebung auf. Boom. Ich nehme an, du empfiehlst mir jetzt nichts Neues, ne? Das wäre irgendwie zu schön. Noch Lilmanip. Ach so, das habe ich noch nicht neu gefangen. Seit dem letzten Part. Werde ich mich mal dran machen. Werde ich natürlich nicht aufnehmen, weil das haben wir ja schon gesehen. Und ja. Ist irgendwas Neues? Nein? Okay. Dann gehe ich mal das eine Ding fangen und hoffe, dass mir was anderes noch danach empfohlen wird. Bis gleich. So, ich habe zwei Eier mit mir, die jetzt gerade schlüpfen, also eins jedenfalls. Danach werde ich noch ein Pokémon entwickeln. Lass mal sehen. Zack. Und das hat erst geschlüpft, okay. Fluffluff, ja. Nämlich ein Knuddeluff einfach ins Hort gepackt habe. Dieses Pokémon singt liebend gern. Von seinem Körper, der an einen Marshmallow erinnert, geht ein leicht süßlicher Duft aus. Ja, ich nehme an, das andere braucht ein bisschen länger, weil ein etwas stärkeres Pokémon drin ist. Das muss ich jetzt mal so kommentarlos stehen. Werde gleich sehen, warum. Okay, so haben wir irgendwo noch einen Trainer, der mir ein Dings geben kann. So, mein Ei schlüpft. Dreimal dürft ihr raten, was da drin ist. Los, jetzt habt ihr noch Zeit. Ihr wisst es. Kommt schon, ich weiß, dass ihr es wisst. Ihr könnt es erraten. Komm, wenn ihr das geratet habt, dann ja. Gott, verdammt, natürlich treffe ich dieses Viech noch so zwei Sekunden bevor er ausschlüpft. Vor langer Zeit glaubten die Menschen, Ignivor sei von der Sonne herabgefallen. Okay. So, dann habe ich noch ein Pokémon, das ich entwickeln kann, und zwar Shiggy, weil ich habe schon, bevor ich irgendwie den Pass bekommen habe, irgendwie per Zaubertauschen Shiggy mal irgendwie bekommen. Und ja, ich vorhab dazu benutzen, tun wir jetzt einfach mal entwickeln. Also hat zwei Shiggys schon mal bekommen, eins mit einer versteckten Fähigkeit sogar, und das will ich dann schon eher benutzen. Weil hat ja diesen Hyperball und weiß ich nicht, wie sind da überhaupt in den Hyperball gekommen?
Wenn man da züchtet, dann werden die Bälle doch weiter vererbt, ne? Und die Starter bekommt man ja immer noch aus Brookbällen. Hä, wie ist das passiert? Merke ich gerade. Es geht also um Wurf für Langlebigkeit. Sehr alte Exemplare erkennt man daran, dass ihr Schwanz mit Algen übersät ist. Weil die halt nie sauber machen. So, Wartortel. Ich merke gerade, hat einen englischen Namen. Stimmt, das hat auch einen englischen Namen gehabt, ne? Squirtle. So. Haben wir schon mal die Starter alle. Die Alola-Starter. Wartortel hat sich zu einem Turtok entwickelt. Wenn es so nicht heißt, ne? Es begräbt seine Gegner mit seinem enormen Körpergewicht. Wenn es in seinen aussichtslosen Lage steckt, zieht es sich in seinen Panzer zurück. Und Lichtkanone. Warum nicht Hydropumpe? Würde irgendwie mehr Sinn machen. Das ist irgendwie so die Erkennungsattacke von ja, Blastoise, genau. Ja, danke an Misuno. Originaltrainer, Trainerin, keine Ahnung. Na ja, wo? Haben wieder ein paar neue Pokémon. Ein Kangama ist hier irgendwo. Weiß nicht, wo genau es zu fangen ist. Oh, jetzt weiß ich es aber. Und ja, dann werden wir es mal sucht. Ich glaube, ich werde die Pokédex-Einträge hier, die Trainer nach Pokédex-Einträgen fragen. Da ist die mit der Aussicht, ne? Damit ich immer so einen kleinen Anhaltspunkt habe, wo ich als nächstes hingehen kann, ne? Ich glaube, das mache ich, ne? In der Tat gut, ja, gut. Finde ich klasse, dem wir zustimmen. Ist er nicht direkt hier mit dem Turm? Hier ist der andere Turm, ne? Schade. Na gut, dann sehe ich euch gleich, wenn wir auf der Suche nach den Kangama sind. Bis gleich. Azul entwickelt sich. Boom. Ein bisschen Zeit im Camp verbracht, mit Kochen. So ungefähr 20 Gerichte gekocht und dann waren dann 3 Herzen im Kopf und dann hat sich jetzt entwickelt. Er hat viel zu lange gedauert, ey. Gott. Meryl. Meryls runde Schweifspitze dient ihm als eine Art Schwimmring. Sie ist mit Nährstoffen gefüllt, die im Fett umgewandelt wurden. Aber wenn ich mir irgendwann kompetitiv mal einen Meryl zu Meryl herstellen will, dann ja. Anzüchten meine ich natürlich. Dann wird das ein bisschen nervig. So, jetzt muss ich dir noch ein Dings geben. Ein Sonderbonbon. Ne, Erfahrungsdinger. Damit du noch ein Level abbekommst, weil ich glaube. Mal ein bisschen Overkill, egal. Gut, weil das entwickelt sich per Level, nämlich, wenn ich mich irre. Sie werden so schnell erwachsen. Denn Meryl hat sich zu einer Art Meryl entwickelt. Cool, aber voll nervig. So, es verbringt fast den ganzen Tag im Wasser. Bei schönem Wetter lässt sich Art Meryl an der Oberfläche treiben und bald im Sonnenschein. So, aber noch irgendwas, was ich hatte zum Leveln, zum Level entwickeln. Ich glaube nicht, doch Magnetillo. Magnetillo entwickelt sich, glaube ich, per Level. Und Magnetzone haben sie, glaube ich, geändert. Auf den kann ich jetzt einen Donnerstein geben. Hab ich irgendwie so gelesen. Also machen wir schnell. Hallo, Magnetillo entwickelt sich. Ist das Ding nicht auch vorher per Tausch entwickelt oder so? Ich weiß auch gar nicht mehr. Also nach Magneton. Es entsteht durch den Zusammenschluss dreier Magnetillo und sendet starke Radiowellen aus, um seine Umgebung zu untersuchen. Nein. So, dann gucken wir mal bei Steinen. Müsste hier sein. Habe ich jetzt alphabetisch geordnet. Da, sag ich doch. Anwendbar. Ein Dönerstein, bitte. 6,50. Und man entwickelt sich zu einem UFO. Ich meine Magnetzone. Gut. Man sagt, es werde von einem Wesen aus dem All kontrolliert und mit den Antennen auf seinen Kopf empfangen es ihm Signale. Okay. Da habe ich gar nicht so falsch mit meiner UFO-Theorie gerade. So, wir haben mir noch irgendwas empfohlen. Mir wird Kangama noch empfohlen, ne? Ja, aber muss ich erstmal finden. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht mehr so knapp. Da ist die Entwicklung.
da weiß ich, muss ich noch irgendwie per Tausch entwickeln, was ich so von allein nicht kann. Weiß nicht, was hier sein könnte. Pinsel hat ja keine Entwicklung, ne? Da kommt Quaxo hin. Das muss, glaube ich, per Tausch gemacht werden. Super. Noch Kangama. Dann hier fehlen noch zwei. Seemon. Ich weiß nicht, ob ich Seemon eigentlich schon on-screen gefangen. Muss ich da wieder nachholen? Ich weiß es nicht. Da kommt Lamus hin. Keine Ahnung, was hier kommt. Und dann war es das eigentlich schon fast, ne? Also so viele Sachen sind gar nicht mehr übrig. Aber ich kann ja noch irgendwie mit so Leuten reden, die mir Pokédex-Einträge geben. Also ja, hoffentlich bekommen wir dadurch noch wenigstens die Einträge. In dem Sinne sage ich bis gleich. Wenn man Kangama diesmal wirklich holen. So, guck mal, was wir da haben. Kangama, komm mal her. Ich bin erstmal voll in die falsche, ins falsche Gebiet gegangen. Habe die ganze Zeit diese Sträucher hier abgesucht und ja, dann kommt auf einmal hier so ein Kangama einfach so. Ganz Ausdauer. Gut, ich hätte sowieso eine HP überlassen. Aber okay. Ja, dann werfe ich jetzt einfach mal einen Ball. Ich weiß, Bodycheck oder so. Muss ja nicht unbedingt sein, ne? Oh Mann, ehrlich. Ja. Zuflucht. Er ist nutzlos. Okay. Gegenschlag. Zeig mir alle deine Attacken, damit ich weiß, ob ich dich noch weiter schwächern kann. Oder du bleibst direkt drin. Oh. Zuflucht. Hier, los, komm. Kann ich auch noch mal angreifen. Ist jetzt kein Problem. Gegenschlag, ja. Jetzt sagen wir es wahrscheinlich Bodycheck oder so, ne? Mal wetten. Ich gehe kein Risiko ein. Ich kann den ganzen Tag Bälle werfen, außer wenn die mir ausgehen. Ausdauer. Wie dumm. Blub. Bleib drin. Oh. Sag mir, gefällt mal deine vierte Attacke. Hey, hier mal alles direkt schief gehen muss, ne? Ich mal eine Sache kann irgendwie laufen. So, Flor, jetzt kannst du diese Attacke viel besser ansetzen, nachdem du alle deine Angriffe eingesetzt hast. Ist so diese Attacke, ne? Das kommt. Haha. Also, zeig mir jetzt deine vierte Attacke. Level 60 wirst du auch schon vier Attacken haben. Los, bleib drin. Bleib drin. Jawohl. Ich guck gleich mal, was die vierte Attacke war. Pass auf. Kangama wurde gefangen. Obwohl es ein Junges im Beutel trägt, bewegt sich dieses Pokémon äußerst leichtfüßig. Gegner schreckt Kangama mit blitzschnellen Schlägen ab. So, und jetzt weiß ich nicht, wo ich sonst noch irgendwie nachgucken soll. Ne, ich habe keine Pokédex-Einträge mehr, außer eine Lamus. Also muss ich mich wohl mal allein hier umschauen. Da wollte ich gar nicht machen. Und ja, gucken wir mal. Wutanfall. Okay, ja, okay, dadurch wäre es aber verwirrt. Das wäre auch nicht gut gewesen. Gut, alles klar. Dann werde ich mich wohl erstmal auf die Suche machen, ne? Bis ich hier gucke, ob ich was Neues finde. Vielleicht läuft ja noch irgendwas hier so locker flockig herum. Angeln muss ich auch vielleicht mal versuchen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Und ja, in dem Sinne sage ich, ah ja, so ein Buddeltyp. Lass mich das mal machen, ey. Oh, oder auch nicht, nee. Ich muss ja davor speichern. Das war mal. Weil da war voll die Verarschung. Ich habe gerade mit dieser einen Frau geredet, mit der wir schon mal gesprochen haben hier on screen und weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich glaube ungefähr so, du lässt Sachen ausbuddeln und so nur ein Eintrag. Nee. Du lässt Pokémon Sachen ausbuddeln und ja, wenn ich nehme an, es werden immer Sachen irgendwie ausgebuddelt und dann, wenn hast du irgendwie eine Chance irgendwie aufzuhören oder nicht, ne? Und wenn du aufhörst, dann
dann hört es auf und du behältst die ganzen Sachen, ne? Und du kannst halt dann so lange weitermachen, bis sie irgendwie, weil nicht ihre Schaufel kaputt macht, ne? Wenn die Schaufel kaputt geht, dann nimmt sie irgendwie alles, was du ausgebuddelt hast, mit. Also ist halt hohes Risiko, hohe Belohnung, ne? So, ich habe mit der mal gesprochen, ich habe das mal gemacht. Die hat was ausgebuddelt, ist direkt kaputt gegangen. Also, und ich muss so ein Rüstungserz bezahlen, ne? Also ich habe der hat Rüstungserz gegeben. Die hat gesagt, okay, dann fangen wir mal an. Direkt kaputt. Oh nein, jetzt muss ich das Rüstungserz behalten, um die Schäden zu bezahlen und so, ne? Dankeschön, tschüss. Also sie hat mich voll abgezockt. Die hat nicht mal irgendwas ausgebuddelt, ihre Schaufel ist direkt kaputt gegangen. Och, wie ist denn das passiert? Und dann ist sie einfach mit meinem Rüstungserz abgehauen. Ey, was zum Teufel sollte er? Hier habe ich voll irgendwie aufgeregt, als ich gesehen habe. Na, keine Ahnung, ich suche mir jetzt noch hier die restlichen Pokémon. Mal gucken, ob ich die alle finde. Mal gucken, ob ich noch so Pokédex-Einträge finde. Von so Leuten, die herumlaufen. Ich habe schon lange keinen mehr gefunden. Ich gehe ein bisschen angeln und ja, hoffentlich finde ich dann auch so die restlichen Dinger. Wenn ich was Neues sehe, dann sehen wir uns. Also bis gleich. So, ist zwar nicht die Galar-Version, aber Lamus ist Lamus. Also komm. Boom. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich einen Pokédex, ja, einen Pokédex-Eintrag bekommen haben. So, es entwickelt sich als ein Mushas in seiner Rute bis. Das süße Aroma, das aus der Rute strömt, hat Mushas in eine Art Trance versetzt. Also ist halt auf Droge. So, damit haben wir alle Pokémon, die ich bisher gesehen habe, auch gefangen. Das heißt nur noch diese Dinger, die jetzt hier noch übrig bleiben, ne? Also so viel ist gar nicht mehr übrig. Vielleicht kriegt das sogar noch schnell genug hin, ich weiß es nicht. Dann nehme ich mal an, das hier soll Lashoking dann sein, ne? Also ich muss ja auch bei Tausch entwickeln. Oh Gott. Ich muss den Master zu Hilfe rufen.